Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, meine Freunde, wir waren in der letzten Folge im Grab der Pythia drin und irgendwie haben wir das nicht gefunden, was wir gesucht haben. Wir haben uns wahrscheinlich ein bisschen lange damit aufgehalten, aber wir gehen jetzt mal weiter und werden hier noch diese Orte hier entdecken, diese Queste abschließen, ja. Und hoffen doch mal, dass unser Adler mal ein bisschen besser wird, dass der vielleicht auch durch dickere Wände schauen kann. Ja, weil denn es skillen wir ja quasi damit auch mit hoch, indem wir diese Orte entdecken. So, gucken wir mal. Banditenanführer ist da drin. Das Gebiet wird gut bewacht. Also gut. Gucken wir mal da rein. Boah, man sieht fast nichts. Da ist ein Banditenanführer drin. Die Korikia-Höhle. Okay. Oh. Müssen wir halt mal ein bisschen so machen. Oh, Kackwurst. Ah, das war absolut doof. Okay. Ja. Schauen wir mal. Das fing ja schon mal gut an, ne? Schon lange nicht mehr gestorben. Ich muss mich verdeckt halten. Ja, nee. Oh Gott, jetzt sind wir hier bei der Festung. Wir gehen direkt dahin. Ich hätte mal wieder abspeichern sollen, ne? Na los, na los. Aber die Höhle, die machen wir. Also, da kenne ich nichts. In das Grab, da gehen wir anders mal rein. Schön hier in Griechenland bei diesem öden Wetter, was da im Moment herrscht draußen. Nass kalt, das mag ich überhaupt nicht. Da kriegt man hier, wenn man das so sieht, so richtig Urlaubsgefühle. Ella! Komm mal da hoch, komm mal da hoch. Auf, komm, jetzt zeig mal alles, was du kannst. Ja! Ja, siehst du. Hey. Na los! So, da ist das Grab der Pythias. Aber wir möchten ja hier hin. Und da speichern wir jetzt mal kurz ab, bevor wir reingehen. Das machen wir schnell. So. Und zurück. Die Mais ist schon ein bisschen vorsichtiger rein hier. Ich muss vorsichtig sein. Ja, hier sind viele Wacht. So.
Boah. Okay. Ja, geht mal noch nicht, oder? Das ist auch nochmal so einer. Ach, der geht jetzt weg, das ist gut. Aha. Den können wir auf jeden Fall mal ziemlich gut verletzen hier. Kommst halt erstmal hin und dann wärmer. Der ist weg. Es sieht jetzt auch schon ein bisschen anders aus. Autsch. Wo ist die? Da ist der Bogenschütze. Naja, komm her. Mann. Okay. Alles klar. Da liegt auch noch einer. Ein Schatz plündern. Wo ist der Schatz? Geht die Sucherei wieder los. Also gut. Was ist denn das? Kostbare Edelsteine, Eisenbrocken. Okay. Aber wir haben den Schatz noch nicht gefunden. Geht's da hinten noch weiter? Nein. Da ist eine Fackel. Die heben wir jetzt mal nicht auf. Wo ist der Schatz? Hier ist der Schatz. Und wieder ein geheimnisvoller Brief. Alles klar. Gucken wir, dass wir hier rauskommen. Na, nicht weiter hoch. Runter mit dir. So. Okay. Ach, die Sonne blendet. Aber wir sind wieder draußen. Jetzt gehen wir mal da runter und gucken uns an, was da so alles für uns gibt. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Heiligtum von Delphi. Aha. Das Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Na, gucken wir doch mal rein. Frag mal hallo, ich bin der Alexios. Ich hätte da mal ein, zwei Fragen. Okay. Wie sind zum Beispiel die Lottozahlen für die nächste Woche? Mhm. Ups.
Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Erst denken, dann lachen. Barnabas, benutzt deinen Kopf. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotos. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen. Eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. Ist das schon immer so gewesen? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist er nicht genauso toll, wie ich ihn beschrieben habe? Das heißt also, wir müssen uns jetzt da reindrängeln, oder wie? Ja, gehen wir mal rein. Halt, stopp. Das ist nicht halt, Entschuldigung. Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich wie jemand aus, der sich hinten anstellt?
Tritt ein in das Licht des Apollon. In das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterblicher. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchender. Wo ist meine Mutter? Als ich jung war, verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du davon wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber wie? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Naja, so viel dazu. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia schien Angst vor ihnen zu haben. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich ihre gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Alexios, vergiss eins nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. So. Wir wollen also das Orakel finden und haben einen Stufenaufstieg bekommen. Und naja. Dann wollen wir doch mal da noch kurz reinschauen. So, da die Wahrheit will heraus. Hünde und befrage das Orakel. Die Pythia lebt in Phokis. Sie ist im östlichen Teil der heiligen Landen des Apollon. Ihr Haus ist im Hauptort von Delphi. Alles klar. Und den müssen wir noch finden. So, was haben wir hier sonst noch? Okay. Inventar. Haben wir was Schönes dazu bekommen? Gucken wir mal kurz durch hier. Wird
nicht wirklich besser. Man sollte wirklich mal das Zeug zerlegen. Wie sieht denn hier aus? Oh, nicht wirklich was dazu bekommen. Okay. Beine. Da, die ist ein bisschen besser. Nehmen wir die mal. Okay. Beine. Behalten wir so, wie es ist. So, was haben wir hier noch? Alles irgendwie nur Schund. Bogen auch nicht wirklich einen besseren bekommen. Nee. Da haben wir noch ein paar Briefe und Notizen bekommen. Okay. So, jetzt wird es interessant. Fähigkeiten. Das haben wir ja komplett. Ich würde fast das hier weitermachen. Damit wir weniger Schaden bekommen. Können wir hier noch irgendwas erweitern? Hier. Hier. Können wir nicht wirklich was verbessern? Attentatschaden können wir verbessern. Dann machen wir das mal. So, dann machen wir mehr Schaden. Okay. Söldner haben auch noch was entdeckt. Rang 7. Petros, der glückliche Betrunkene. Okay. Also. Wir sind in Delphi beim Tempel des Apollon. Und wir werden hier in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.